Open Banking ist für alle Banken eine vorteilige Geschichte. Man muss sich vorstellen, es geht ja bei Open Banking primär darum, die Bank zu öffnen, hin zu Dienstleistern, hin zu Kooperationspartnern, hin zu anderen Services, die von einer anderen Organisation erbracht werden und Nutzen schaffen. Das kann im Backend-Bereich sein, um zum Beispiel die Kosten zu senken, um Skalenerträge zu erwirtschaften, aber das kann auch im Frontend-Bereich sein, zur Schaffung neuer Dienstleistungen. Und so kann jede Bank entsprechend ihres Geschäftsmodells den Vorteil daraus ziehen. Wenn man zum Beispiel an das britische Fintech-Unternehmen Revolut denkt, diese konnten auch schon bei der Gesetzgebung, die wir heute kennen, jetzt Kunden in der Schweiz gewinnen, und in der Zahl von 50.000 ist das eine bedeutsame Geschichte. Wir nehmen das sehr ernst und wir müssen uns auf diese Markteintritte einstellen.